Wie lange benötigst du für deine Videos? Gute Frage, die ich in diesem Video auch möglichst detailliert beantworten wollte. Deswegen tracke ich die Zeit mit und deswegen habe ich mir im Vorfeld ein Storyboard gebaut. Zum ersten Mal. Das heißt, ich habe im Vorfeld die komplette Konzeption aufgezeichnet, mir jede Szene überlegt, an welcher Stelle Animationen kommen, was ich sagen werde und das, was ich sage, auch bereits aufgezeichnet. Das war zu eng gedacht. Der rote Faden in meinen Videos entsteht nämlich nicht, indem ich von Anfang an einen Handlungsstrang verfolge, sondern mich in eine Idee einwickle und so dem Kern immer näher komme. Deshalb ist es auch so schwierig zu sagen, wie lange ein Video dauert. Kurzer Zwischenstand, bis hierhin habe ich bereits 7 Stunden an diesem Video gearbeitet. Die meiste Zeit ging allerdings dafür drauf, dieses Skript hier aufzuschreiben und zu konzipieren und solche Einstellungen schon zu produzieren. Die konnte ich jetzt alle wegschmeißen, denn was ich nicht bedacht habe, meine Videos entstehen genauso wie ein gemaltes Bild. Da fängt man auch nicht mit den Details an, sondern arbeitet sich vom Hintergrund in den Vordergrund. Habe ich selber jahrelang gemacht, war unter anderem in Skandinavien oder Frankreich unterwegs und habe im Freien gemalt. Ich habe aktuell deshalb aufgehört zu malen, weil es mich verrückt macht, zwar von Anfang an ein Gefühl dafür zu haben, wie es am Ende aussehen soll, aber man sich dafür hasst, dass es einfach nicht so aussieht, wie man es sich vorgestellt hat. Und dann fühlt es sich so an, als würde man sich im Kreis drehen oder wie in einem Hamsterrad auf der Stelle laufen. Was mir dann hilft? Laufen. Ich trainiere aktuell für den Metro-Marathon in Düsseldorf. Und dafür habe ich einen genauen Plan und ich weiß ganz genau, wie viel ich jeden Tag laufen muss. Distanz 30 Kilometer. Gesamtzeit 2 Stunden 48 Minuten 2 Sekunden. Als Lauf-App wurde mir übrigens die kostenlose App von Decathlon empfohlen. Ich bin damit ebenfalls zufrieden. Durchschnittsgeschwindigkeit 10,8 Kilometer. Ah ja, in der Zwischenzeit arbeite ich übrigens seit fast 11 Stunden an diesem Video. Korrektur 12 Stunden 24. Grund dafür war, dass ich mit der Laufstreckenanimation nicht zufrieden war. Dadurch hat sich alles verzögert und die ganzen Korrekturen haben über eine Stunde gedauert. Und das, obwohl in der Sequenz eigentlich fast nichts passiert, außer dass die Linie animiert ist und die Kamerafahrt. Das ist der aktuelle Zwischenstand mit allen Arbeitsschritten und den jeweiligen getrackten Zeiten. Als Tracking-App verwende ich übrigens Time 2. Kann ich nur empfehlen, ist allerdings glaube ich nur für Mac verfügbar, hat aber eine Mobile-App und eine Desktop-Version. Gut zu sehen, dass noch einige Punkte vor mir sind und ich eigentlich schon viel zu lange an diesem Video arbeite. Zwischenzeit 14 Stunden 43 Minuten. Ja, so langsam fängt es leider an weh zu tun, denn ich habe eigentlich nur 16 Stunden pro Woche Zeit für meine YouTube-Videos und 16 Stunden ist eigentlich schon viel zu viel zu viel zu viel. Schließlich muss ich auch Geld verdienen. Das bedeutet Webseiten gestalten und programmieren, nach Kunstausschreibungen schauen, E-Mails beantworten und mit Kunden telefonieren. Und ein bisschen Zeit brauche ich natürlich auch für das Marathontraining und die YouTube-Videos. Zum Glück geht es aber so langsam auf die Zielgerade und da muss man halt nochmal so richtig durchbeißen. Und wenn der Schmerz zu groß wird, die Küter-Schmerzsalbe. Und tut es noch so weh, mit Küter habt ihr kein WW. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Influencer. Wenn ihr Bock habt, mit mir zusammenzuarbeiten, schreibt es in die Kommentare oder meldet euch bei mir. Am Ende stellt sich vielleicht noch die Frage, wie ich eigentlich zu den Ideen für meine Videos komme. Das kann beim Joggen sein oder aber auch nach dem Aufstehen. Gerade zum Beispiel habe ich mir überlegt, dass es eine nice Sache wäre, wenn man so eine Uhr hätte, die hier oben im Eck ist und die anzeigt, wie viel Arbeitszeit das ganze Video gebraucht hat. Ihr seht, bin ich in der Zwischenzeit deutlich über 16 Stunden und muss so langsam zum Ende kommen. Wenn ihr Fragen habt oder ich auf einzelne Punkte nochmal mehr eingehen soll, schreibt es bitte in die Kommentare. Das gilt zum Beispiel auch dafür, wenn euch ein Video interessiert, wie ich auf meine Ideen komme. Allerletzter Punkt, die Nachvertonung. Die ist besonders wichtig und gibt dem Ganzen den letzten Schliff. Ohne Nachvertonung hat sich diese Szene zum Beispiel so angehört. Sich dafür hasst, dass es einfach nicht so aussieht, wie man es sich vorgestellt hat. Und dann fühlt es sich so an, als würde man sich im Kreis drehen oder wie in einem Hamsterrad auf der Stelle laufen. Was mir dann hilft? Laufen. Endlich geschafft. Leider war das diese Woche doch ein wenig zu lang. Also nicht das Video an und für sich, sondern die Arbeitszeit für mich. Bin ich selber schuld dran? Ich habe zu viel Zeit verschwendet mit dem Storyboard und den ersten filmerischen Arbeiten. Aber ich glaube, das Video hat euch ganz gut gezeigt, wie viel Arbeit hinter den einzelnen Videos steckt. Mehr zum Arbeitsaufwand von YouTube Content Creatorn findet ihr in den 2 Videos, die ich euch verlinkt habe. Eins von Casey und eins von Liv Floyd. Da geht es im weitesten Sinne auch darum, wie viel Aufwand hinter YouTube steckt. Wie immer zählt natürlich auch dieses Mal, schreibt mir in die Kommentare, wie euch dieses Video gefallen hat oder was euch in Zukunft interessieren wird. Schreibt mir gerne auch, mit welchen Fitness-Apps ihr arbeitet oder welche Tracking-Apps ihr verwendet. Oder wenn ihr Tipps und Tricks habt für die Videobearbeitung, ich freue mich über jede Unterstützung von euch. Und zu guter Letzt, liked gerne das Video, teilt es und abonniert meinen Kanal. Bis nächste Woche.